TuS Koblenz Stunde. Jeden Donnerstagabend auf Antenne Koblenz 98.0. Präsentiert von Brola, das besondere Mineralwasser aus der Region. Und sportlicher Partner der TuS Koblenz. Trink Brola, fühl dich wohler. Heute bei uns im Studium der TuS Koblenz Kapitän Tommy Gentner. Hallo. Abend. Sag mal, du bist umgezogen und ihr wohnt jetzt mit wie vielen Jungs zusammen in der WG hier in Koblenz? Wir sind zu dritt. Alles Fußballer? Alles Mitspieler von mir, so ist es. Nochmal, wer ist im Boot? Der Jerry Asser und Stefan Harm. Die haben ja ziemlich lange gesucht. Also vor allem beim Jerry war es ja so, dass er, glaube ich, ewig keine feste Wohnung hatte oder alle immer gesagt haben, der braucht was Neues. Wie kam es jetzt dazu, dass ihr zusammenzieht? Ja, also der Jerome und ich haben uns von Anfang an auf Anhieb super verstanden. Er hat dann auch immer wieder bei mir übernachtet, wo er jetzt frisch im Sommer zur TuS gewechselt ist. Und Stefan Harm selber, der ist auf Immobiliensuche gewesen und hat sich dann, ja, eine Wohnung gekauft, kann man sagen, und wollte dann aber unbedingt nicht alleine einziehen, sondern er hat noch ein paar Jungs gesucht und ich habe dann auch gesagt, ich muss nicht in meiner Wohnung bleiben und hat sich dann ergeben sozusagen. Ich habe selber als Student in der WG gewohnt. Mit Jungs, wie ist das bei Fußballern? Also viele haben dann das Klischee, naja, da kommt die Haushalterin und die müssen nichts selber machen. Wie läuft das? Oh, schön wär's. Nee, also wir sind trotz allem eine ordentliche WG, würde ich sagen. Natürlich kriegt man öfters mal die Playstation nicht nächtelang, aber schon einen kompletten Abend, dass man da gegenseitig zockt oder miteinander Fernseher guckt, da normale Tagesablauf, würde ich sagen. Wie ist es, wenn Fußball kommt? Ja, da streitet man sich auch. Also jeder hat natürlich seinen eigenen Club. Ich favorisiere natürlich den VfB Stuttgart, Jerome dann eher die Kölner in der zweiten Liga. Man findet da schon meist eine Lösung, guckt Konferenz und ist unterhaltsam. Der VfB, dein Heimatverein, da hast du einige Zeit verbracht und jetzt in der Türkei warst du ja mit der TuS Koblenz im Trainingslager in Belek und witzigerweise war genau gleichzeitig auch der VfB Stuttgart da mit deinem Bruder Christian Gentner. So ist es. Wie war das? Gab es eine Chance, dich mal zu sehen? Ja, wir haben sogar eine Möglichkeit gehabt, uns zu sehen. Wir haben in der kompletten Woche hatten wir einen freien Mittag sozusagen und genau an dem freien Mittag hatte dann der VfB ein Freundschaftsspiel, wo ich dann mit ein paar Mitspielern sozusagen gucken war, wo man sich auch von Bundesliga-Verein natürlich immer wieder gern was abgucken kann. Das ist für uns regionale Spiele natürlich auch interessant. Und abends sind wir dann auch eine kurze Stunde zusammengesessen, was getrunken. Hat sich schon ergeben, hat gepasst. Belek ist ja ein Riesentrainingszentrum, also ganz viele Vereine aus ganz Europa fliegen an die türkische Riviera, weil einfach im Winter die Bedingungen da top sind. Wie sah denn bei euch mit Trainer Peter Neustädter so ein typischer Trainingstag aus? Was macht man? Wie gesagt, also es sind Top-Bedingungen da unten, super feine Plätze, schöne Hotelanlage, ich glaube, das passt. Ja, aber Entspannung steht da sicherlich nicht im Vordergrund. Also wir haben wirklich jeden Tag sehr intensiv gearbeitet, es gab auch Tage, wo wir 3 Einheiten am Tag absolviert haben, sodass man früh morgens mal einen Lauf gemacht hat, dann spätestens um 8 am Frühstückstisch saß, sich gestärkt hat sozusagen. Dann die Abfahrt war zum Platz, dort 90 Minuten oder 2 Stunden auf dem Platz Gas gegeben hat. Schnell zurück ins Hotel, duschen, Mittagessen. Dann hat man ein bisschen Zeit, um Physio in Anspruch zu nehmen, ein bisschen sich zu pflegen. Aber viele verziehen sich dann aufs Zimmer, einfach mal die Beine hochzulegen, einen kleinen Mittagsschlaf einzubauen. Und dann steht schon die zweite Einheit vor der Tür. Man kennt es von der Nationalmannschaft, die haben natürlich ein tolles Unterhaltungsprogramm außenrum. Wie ist das da im Belek? Also was kann man machen, wenn man nicht trainiert? Nur auf dem Zimmer rumsitzen oder gibt es auch Tischtennisplatten? Ja, gibt's auch. Also man gibt auch neben mir Aufenthaltsräume, wo da, wie du sagst, ein paar Billardtisch, Tischtennisplatten oder so steht, wo man auch mit den Mitspielern außerhalb vom Trainingsplatz einfach mal Spaß haben kann, ein bisschen auch einen Wettkampf am Tischkicker oder so machen kann. Auf dem einen oder anderen Zimmer wird die Playstation angeschmissen, wo man Duelle sich liefert, aber im Großen und Ganzen trotz allem ruhig, weil man einfach von dem intensiven Training, was man tagsüber macht, auch kaputt ist und einfach froh ist, Beine hochzulegen. Cheftrainer Peter Neustädter hat mir gesagt, mit der Arbeit gegen den Ball, da ist er schon recht zufrieden gewesen in der Hinrunde, aber das Umschalten, da fehlt es noch. Er wünscht sich, dass man schneller umschaltet und dann in die Offensive geht. Wie ihr das trainiert habt im Belek, das erfahren wir gleich, darüber reden wir. Danke. Thomas Gentner, TuS Koblenz Kapitän, heute unser Gast. Die TuS-Stunde. Fans, Mitglieder, Akteure. Der Verein stellt sich vor. Jeden Donnerstag zwischen 18 und 19 Uhr. Präsentiert von Brola Mineralwasser. Reich an wertvollen Mineralien. Trink Brola, fühl dich wohler.
TuS Koblenz-Stunde. Jeden Donnerstagabend auf Antenne Koblenz 98.0. Präsentiert von Brola, das besondere Mineralwasser aus der Region. Und sportlicher Partner der TuS Koblenz. Trink Brola, fühl dich wohler. Heute mit Thomas Gentner, dem Kapitän der TuS Koblenz, frisch zurück aus dem Trainingslager in Belek. Und der Trainer Peter Neustädter. Thomas, der hat ja im Vorfeld gesagt, ja, die Arbeit gegen den Ball, die läuft schon ziemlich gut in den Spielen. Aber dann fehlt ihm noch so ein bisschen das schnelle Umschalten und die Präzision nach vorne. Wie habt ihr das im Belek trainiert? Ja, also wir waren auf dem Platz sehr, sehr fleißig, wie schon angesprochen. Ich denke, der Trainer hat natürlich recht. Wenn man mit schon zufrieden wäre, ja, hätte man ein Problem. Wir haben jetzt das Freundschaftsspiel gehabt, wo wir gegen den Ball wieder zu Null gespielt haben, wo wir auch schon das Lob gekriegt haben, dass wir da sehr gut sind. Haben aber da dann auch schon versucht, immer nach Ballgewinn direkt den Pass nach vorne zu suchen, ja, schnell umzuschalten, und das sind wir auf einem guten Weg. Und das werden wir jetzt auch die kommenden Wochen in den ganzen Freundschaftsspielen trainieren, um dass wir mit wenig Kontakte, mit wenig Stationen schnell Richtung gegnerisches Tor kommen. Und ich bin da sehr optimistisch, dass uns das gelingen wird. Da bist du ja auch einer der Lenker, der dann dafür mit hauptverantwortlich ist für das Umschalten und für die Pässe. Heißt es dann, Pass nach vorne, schnelle, lange Bälle schlagen oder auch mal Kurzpassspiel? Also eher Borussia Dortmund oder eher Mainz 05? Im Optimalfall natürlich schon mit gepflegtem Kurzfahrspiel, ist aber auch der schwierige Weg. Also wir haben vorne auch mit Dimi oder mit Jerry Spieler, die auch hohe Bälle verarbeiten können. Trotzdem haben wir da unterschiedliche Lösungen, um ja, schnell nach vorne zu kommen, ob über Seitenverlagerung, über Außen, über ja, gepflegtes Kurzfahrspiel. Da ja, wird man flexibel auftreten und dran arbeiten. Gibt es da so eine Ansage, wie lange man am Ball sein soll? Also ich weiß, dass viele Trainer wirklich zählen, wie viele Sekunden man im Ballbesitz ist oder wie viele Ballkontakte. Am Optimalfall natürlich schon so schnell wie möglich, dass man wenig Ballkontakte braucht, um den Ball zu verarbeiten, um den besser postierten Nebenmann zu sehen. Ja, aber auch im 1 gegen 1 mal gibt es Positionen, wo man sich im Dribbling durchsetzen muss und dann über außen eine Flanke ziehen muss. Also ja. Unterschiedlich. Und vor allem in der Regionalliga muss man auch vielfältig sein. Jetzt geht es nämlich am 9. Februar los gegen Waldhof Mannheim und wahrscheinlich auf einem ziemlich tiefen, schweren Platz. Da kann man dann gepflegtes Kurzpassspiel geübt haben, so viel man will, bringt dann alles nichts mehr. Das stimmt. Also zu der Jahreszeit ist es oft so, dass die Plätze natürlich nicht optimal sind, aber zu Beginn haben wir ein schweres Auftaktprogramm mit Gegnern von der oberen Tabellenhälfte. Da zählt es direkt, sein Mann zu stehen, und das wird ein Gradmesser sein, die drei Spiele. Wir erwarten zu Hause Mannheim und hoffen natürlich direkt mit einem Sieg zu starten, hoffen auf ein volles Stadion, und ich bin, ja, wie gesagt, gute Dinge, dass wir da auch 3 Jahre landen werden. Wie sehr kribbelt es denn schon? Also wie geil seid ihr auf die Rückrunde? Ja, klar freuen wir uns, dass sobald die Saison losgeht, darauf arbeiten wir hin die nächsten Wochen. Wichtig ist, dass wir ja, verletzungsfrei bleiben, der ganze Kader. Wir werden uns richtig reinhauen jetzt die kommenden Wochen, viel trainieren, viel arbeiten. Und dann zählt es einfach, eine optimale Rückrunde zu spielen, so viele Punkte wie möglich zu sammeln und am besten auch noch in der Tabelle ein paar Plätze nach oben zu klettern. Thomas Gentner, Kapitän der TuS Koblenz, heute unser Gast in der TuS-Stunde. Gleich weiter mit Ihren Fragen, liebe Hörer, denn über Facebook kommt schon eine Frage nach der anderen rein. Nee, oder? Und ein Stefan Haben schreibt da was. Den kennen wir irgendwoher. Was Stefan Haben wissen will von dir, Tommy, das gleich. Die TuS-Stunde. Fans, Mitglieder, Akteure. Der Verein stellt sich vor. Jeden Donnerstag zwischen 18 und 19 Uhr. Präsentiert von Brola Mineralwasser. Reich an wertvollen Mineralien. Trink Brola, fühl dich wohler. Die TuS Koblenz-Stunde. Jeden Donnerstagabend auf Antenne Koblenz 98.0. Präsentiert von Brola, das besondere Mineralwasser aus der Region. Und sportlicher Partner der TuS Koblenz. Trink Brola, fühl dich wohler. Heute unser Gast, Thomas Gentner, Kapitän der TuS Koblenz. Und da haben wir jemand auf der Antenne Koblenz Hotline. Hallo, wer ist bei uns? Hallo Tommy, hier ist der Mathis. Hey, Mathis, grüß dich. Kurz für die Hörer, klär mal auf. Tommy, wer ist das? Mathis ist der Bruder vom Steff sozusagen, vom Mitbewohner. Ja, ganz genau. Hör mal, Tommy, ich wollte mal fragen, bei euch da im Oberteil in der WG, ist da alles klar? Wie ist die Stimmung so im Moment? Kannst du dazu vielleicht kurz was sagen? Ja, selbstverständlich. Also ich gehe davon aus, dass zu Hause, ich sitze jetzt hier im Studio, aber ich gehe davon aus, dass zu Hause alles in Ordnung ist. Der Jerry wahrscheinlich wieder die Playstation heiß glüht. Der Steff, ja, bei dem weiß man immer nie, was er so treibt, aber... Stimmung an sich ist wunderbar. Winterpause war lang, haben wir uns ewig nicht gesehen. Von dem her sind wir froh, jetzt wieder zurück in Koblenz zu sein. Und es ist unterhaltsam, absolut.
Super, mein Junge, alles klar. Alles Gute für die Rückrunde wünsche ich euch. Ja, vielen, vielen Dank, Großer. Dir auch. Mach, bis Wir sehen demnächst, uns. mein Junge. Gell? Lass dich blicken, hä? Alles klar, bis dann. Ciao. Grüße von der Antennekreuzung. Ja, wir müssen noch mal kurz aufklären für alle Hörer, die später eingeschaltet haben. Du wohnst in der Fußballer-WG seit kurzem in Koblenz. Mit wem? Mit Stefan Harm und mit Jerry Assauer. Ja, und da kriege ich auch schon hier, das gibt's doch nicht, auf unserer Antenne Koblenz Facebook-Seite ganz viele interessante Fragen von Antenne-Hörern und TUS-Fans. Und ein gewisser Stefan Harm schreibt noch: Gente, bring bitte auf dem Rückweg vom Studio noch Brot und Getränke mit. Bis später, Steff und Jerry. Sag mal, was geht denn ab bei euch in der WG? Habt ihr keinen Einkaufsdienst? Na, einen gewissen Dienst gibt's nicht, aber es ist auch schwierig, den Stefan mal satt zu bekommen. Das ist einfach ein Typ, der wo gern mal nach dem Essen nur den Topf ausschlägt oder nichts übrig lässt. Von dem her kann gut sein, dass das Brotreserve ausgegangen ist heute Abend, nach den zwei Trainingseinheiten heute. Ja, aber das sollte machbar sein auf dem Rückweg. Ich glaube, die Botschaft ist angekommen. Wir kommen zu sportlichen Fragen. Andi Kuckertz schreibt, ist das Ziel in der kommenden Saison der Aufstieg, Tommy? Und wie sieht es bei dir persönlich aus, Vertragsverlängerung? Na, du hast ja schon verlängert, aber wie sieht es aus perspektivisch? Na, ich selber habe noch nicht verlängert, soweit ist noch nicht gekommen. Läuft bis, Moment, dein Vertrag läuft bis Ende jetzt der Saison. Ganz genau, ich habe nur noch für die Saison Vertrag. Ja, ich glaube, der Andi weiß selber, wie wohl ich mich hier in Koblenz fühle. Ich habe bisher jedes Jahr meinen Vertrag verlängert und kann mir das auch dieses Jahr wieder gut vorstellen. Ich denke, da werden wir zeitnah mal Gespräche führen mit dem Verein. Na, ihr seid jetzt im Moment eigentlich genau zwischen Aufstieg und Abstieg, so im gesunden Mittelfeld. Was wäre denn so dein persönliches Ziel, damit du nicht enttäuscht bist in der Saison? Ich denke, wir haben uns jetzt auf einen einstelligen Tabellenplatz so ein bisschen festgesetzt. Den sollten wir jetzt zu Beginn der Rückrunde auch stabilisieren oder da uns festspielen. Und dann zählt es natürlich schon von Spiel zu Spiel ja, fleißig zu punkten und im Optimalfall auch nochmal den einen oder anderen Platz zu klettern, wo dann der Weg ja, am Ende hinführt, wird sich rausstellen. Aber wir sind auf jeden Fall eine Truppe, die uns einiges vorgenommen hat für die Rückrunde und nach oben blickt. Los geht's gegen Waldhof Mannheim. Anfang Februar dann das erste Heimspiel im Stadion Oberwert. Weiter geht's mit einer Frage von Antennehörer Tim Greuenig. Er schreibt, Tommy, wer ist denn der beste FIFA-Zocker im Team? Also ich, da haben wir einige. Ich sagte Michael Stahl, der Jerome, der Tommy Klaassen, da haben wir einige, die wo sich da heiße Duelle schon vor den Auswärtsspielen geliefert haben oder auch privat sich treffen. Ja, andererseits haben wir auch den einen oder anderen eher, der wo das weniger drauf hat, wo man in der Kabine schon auch hört, dass der Barchi und der Kevin Lahn schon die ein oder andere harte Niederlage einstecken mussten. Aber ich denke, wichtig ist, dass der Spaß im Vordergrund steht und das haben die auch an der PlayStation, die Jungs. Tommy Gentner, Kapitän der TuS Koblenz, heute unser Gast in der TuS-Stunde auf der Antenne. Die TuS-Stunde. Fans, Mitglieder, Akteure. Der Verein stellt sich vor. Jeden Donnerstag zwischen 18 und 19 Uhr. Präsentiert von Grohler Mineralwasser. Reich an wertvollen Mineralien. Trink Grohler, fühl dich wohler. Die TuS Koblenz-Stunde. Jeden Donnerstagabend auf Antenne Koblenz 98.0. Präsentiert von Brohler. Das besondere Mineralwasser aus der Region. Und sportlicher Partner der TuS Koblenz. Trink Brohler. Fühl dich wohler. Unser Gast heute in der TuS-Stunde ist unser TuS-Kapitän Thomas Gentner. Schön, dass du bei uns bist, Tommy, und noch bei uns geblieben bist. Wir haben viel erfahren jetzt schon über euer Trainingslager in der Türkei. Einiges Persönliche auch erfahren von dir aus der neuen Fußballer-WG hier in Koblenz. Ganz spannend ist eigentlich auch noch die Frage nach deiner persönlichen Zukunft. Da kommen auch viele Hörerfragen rein, über E-Mail, über Facebook. Du bist jetzt 24, dein Vertrag läuft zum Saisonende aus. Wie ist der Stand der Dinge? Wie groß ist die Chance, dass du bleibst? Ach, ich würde sagen, dass ich von meiner Seite natürlich mir die Zukunft in Koblenz vorstellen kann. Und ich denke, da werden auch zeitnah Gespräche stattfinden. Fakt ist, dass der Club TuS Koblenz mich einfach ja, ein bisschen gefesselt hat, muss ich sagen. Ich habe die Stadt jetzt seit 3 Jahren kennengelernt, den Verein, die Fans und mir liegt das schon am Herzen einfach, muss ich sagen. Und man merkt jetzt auch die Saison, dass es sportlich wieder in die richtige Richtung läuft und hier steckt so viel Potenzial einfach in dem Verein, dass wir in den kommenden Jahren, denke ich, noch viel erleben können und auch wieder nach oben gucken können. Und bei den Projekten würde ich gerne dabei sein. Du hast mir verraten, genau, das Projekt, Stichwort Projekt, du glaubst daran und du würdest da gern einfach noch ein Teil davon sein. Aber ganz ehrlich, du bist 24, hast natürlich selber auch sportliche Ambitionen. Was wäre noch so dein Wunschtraum? Egal jetzt, ob es mit der TuS klappt oder mit einem anderen Verein. Ich denke, du willst schon noch mal dritte Liga mindestens kicken.
Ja, natürlich. Ich denke, ich habe selber schon bewiesen, dass ich dritte Liga spielen kann. War mit den Stuttgarter Kickers auch hier mit der TuS eine sehr gute Drittliga-Saison gespielt, wo ich viele Einsätze hatte, wo ich mir auch vorstellen kann, dass ich da wieder landen werde. Aber im Optimalfall, wie schon gesagt, werde ich das mit der TuS Koblenz in den kommenden Jahren vielleicht auch packen, wo man trotz allem natürlich auch vorsichtig sein muss. Durch die neue Regionalliga-Form ist es brutal schwierig geworden, einen Aufstieg auch zu planen über mehrere Jahre, da man eine Riesensaison spielen kann und da auch nicht mal aufsteigen kann. Das müssen wir mal aufklären. Es gab ja diese Reform, inzwischen haben wir 5 Regionalligen in Deutschland. Korrekt. Korrekt. Und oben drüber ist Liga 3, das ist das Ziel. Jetzt steigen aber aus Liga 3 nur 3 Clubs ab. Ganz genau. 3 sind es, gell? So ist es. So, jetzt haben wir also 5 Regionalligen. Ja, wie soll das funktionieren? In eurem Fall, wie könntet ihr denn überhaupt aufsteigen technisch? Also bei uns steht jetzt gerade der SV Elversberg auf 1 und Hoffenheim auf 2. Aber das reicht ja gar nicht, Erster zu werden. Nein, also Elversberg könnte zum Beispiel jetzt eine Riesenrunde spielen mit 10 Punkte Abstand Erster werden, dann aber müssen sie noch in die Relegation sozusagen. Wie gesagt, es sind 5 Ligen, wo dann, wir haben das Glück in unserer Liga, dass die ersten 2 Platzierten, in den anderen Ligen ist nur der Erstplatzierte, sich qualifizieren für die Relegation. Und dann gibt es noch ein Hin- und Rückspiel, wo 3 Spiele stattfinden, sozusagen, wo das noch zugelost wird, welche Liga gegen welche Liga spielt. Und da wird nur der Gewinner aus den 2 Entscheidungsspielen sozusagen den Aufstieg in die Drittliga packen. Also es ist ein langer Weg in Liga 3 zurück für unsere TuS Koblenz, aber du glaubst daran, dass es realistisch ist, da bewegt sich was. Ja, wie schnell das jetzt gehen würde, ist schwer zu sagen, aber ich glaube daran. Aber trotzdem ist diese Saison westblauäugig zu sagen, dass wir da jetzt ganz oben noch angreifen. Im Optimalfall wäre es ein Traum, aber man muss erstmal gucken, dass man da von Spiel zu Spiel schaut, viele Punkte möglich hat und dann in den kommenden 1, 2, 3 Saisons das immer vorantreibt und irgendwann sich hoffentlich belohnt als Verein. Ja, man kann auch den Scherbenhaufen nicht vergessen, den es vor 1,5 Jahren gab in Koblenz. Das ist das Entscheidende. Da stand man vor dem Haus, ja. Ganz genau. Man muss wissen, woher man kommt. Wir haben letztes Jahr natürlich auch alles andere als eine super Runde gespielt und ich denke, dass man jetzt schon gegenüber letzter Saison einen großen Schritt nach vorne gemacht hat. Wie es finanziell aussteht, bin ich, denke ich, nicht der richtige Ansprechpartner, das müssen andere dann bewerten. Ja gut, aber reden wir doch mal über deine Vertragsgespräche jetzt. Also nehmen wir mal an, Hand aufs Herz, es kommt ein Verein aus Liga 3, der sagt, Tommy, du kannst unterschreiben bei uns für 2 Jahre für ähnliches Geld wie in Koblenz, vielleicht einen Tick mehr. Gehst du dann automatisch oder wie sieht's in dir aus, sag mal ehrlich? Nein, also ich weiß, was ich am Verein oder an der TuS Koblenz habe und wenn hier die Gespräche so verlaufen, wie ich mir das vorstelle und ich auch merke, dass es wirklich sportlich in die richtige Richtung läuft, würde trotzdem viel für die TuS einfach sprechen, so dass ich mich überhaupt nicht bereuen würde, wenn ich auch einen Drittliga-Club absagen würde. Das klingt gut. Das klingt sehr gut. Welche Rolle spielt das Vertrauen des Trainers? Also du bist unangefochten Kapitän und auch eine ganz wichtige Säule in der Mannschaft. Das hat man ja auch nicht automatisch überall. Das stimmt auch. Also ich denke auch, ich habe mir jetzt über die 3 Jahre hier in Koblenz etwas erarbeitet für den Verein. Ich weiß, wie der Verein tickt, wie er funktioniert. Aber auch jetzt nach dem Trainerwechsel, denke ich, ein gutes Verhältnis zum Trainer. Tauschen uns gegenseitig öfters aus. In der Mannschaft eigentlich ein gewisses Standing, wo man ja auch ungern darauf verzichtet, aber ja, wichtig ist einfach, dass es sportlich in die richtige Richtung läuft und dass man da uns auf gewissen Positionen nochmal den Konkurrenzkampf schnürt, die jungen Spieler von hinten Druck machen, Gas geben und jeder sich auch persönlich entwickelt und somit automatisch auf die Mannschaft stärker wird in der Rückrunde und in den kommenden Monaten. Und dann bin ich sehr, sehr optimistisch, dass es gut laufen wird für die TuS. Danke Tommy, alles Gute der TuS und dir vor allem. Vielen Dank. Und ich hoffe, wir sehen uns auch in der kommenden Saison noch hier auf Antenne Koblenz. Wir gucken mal, die nächsten Wochen werden es zeigen. Danke, Thomas Gentner. Die TuS-Stunde. Fans, Mitglieder, Akteure. Der Verein stellt sich vor. Jeden Donnerstag zwischen 18 und 19 Uhr. Präsentiert von Prola Mineralwasser. Reich an wertvollen Mineralien. Trink Prola, fühl dich wohler.